Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich mag mal 2011, wollte schon gerade sagen, WW-Weltmodus. Wollte schon gerade sagen, 2007 und wir spielen den Santino Marella. Wer hätte das gedacht? Was ist denn das nochmal für ein Kleid? Kleidung. Egal, das nehme ich jetzt einfach mal. Ja, das kann ich nehmen. Bisschen zu bunt, aber egal, ich lasse das. Ja, das ist das Steel Tornado Steel Case Match. Jimmy Snucker Flash. Jimmy Super Flash Snucker versus Santino Warrior versus The Mist and the King of the Ring 2008 King of the Ring William Regal. Ja, jetzt wird schon erstmal gerollt. Das dauert auch übelst lange. Bis die aus dem Käfig raus sind, da kann man sich meistens aufregen, da kann man den Controller gegen der Wand machen. Wenn man sagt, oh, jetzt geht doch! So. Deshalb lasse ich immer meinen Jimmy Snucker als erstes gehen, als mein Partner, der lässt jetzt mal Ruhe. Ja, unter den anderen. Von anderen Team lasse ich auch jetzt erstmal gehen. So, das geht hier richtig. Reden wir mal jetzt ein bisschen mehr über den anderen. Ja, Ray Regal, früher mit Eugene im Tag damals. Was noch? Hat 2008 King of the Ring gewonnen. Im Finale standte CM Punk gegen William Regal. Erstmal durch, danke. Ja, hat er dann gewonnen. Und ja, The Miz, damals mit Shawn Morrison, Aufrufezeichen, Johnny Nitro, Aufrufezeichen. Im Team hat einen Streit, dank ihm ist Johnny Nitro, Aufrufezeichen, Shawn Morrison. Ich bin im Team, ich bin der WWE, starke Kopfverletzung. Ja, WWE-Champion geworden, alles mit Alex Ryan, auch noch im Team und so. Ja, Santino Marella, 2008 die Return, nee, 2007, von dem Rich McMahon als Zuschauer reingeholt, gegen Umaga gekämpft. Bobby Lashley hat sich auch, wie soll ich das sagen, angemacht. Eingemischt, hat Umaga mit dem Stuhl attackiert und hat ihn dort einfach draufgelegt, hat seine Hand auf Umagas Bauch. Ja, ist dann Intercontinental Championship geworden. Mit Beth Phoenix Team hatten ein Match, dass sie, ja, kann ich jetzt mal, dass sie dann auch die Worlds Champion und die Intercontinental Champion haben gewonnen. Hat sie dann schon das Kostüm an, das was ich jetzt anhab, also in Blau bloß komplett. Packe schon mal hoch. Geh doch hoch, du! Ja, ja. Ach ja, war auch ach nein! Pass auf! Pass auf! Oh nein, jetzt ist der so behindert und macht ihn runter, ne? Das gibt's nicht mehr. Du lässt ihn! Du bleibst auch da, ne? Okay, ich helfe dir, ich helfe dir! Ja, ja, warte noch! United States Champion, WWE Tag Team Champion mit Wladimir Kozlov haben dann verloren gegen den guten alten David Earl Otunga und Heath Ledger. Jetzt mit Ficken oder was? Ja, dann. Kam es doch dazu, dass er United States Championship war, gewann sie gegen Antonio Cesaro, verloren sie gegen Antonio Cesaro. Und ja, reden wir jetzt mal über Jimmy Super Fly Snucker. Über den weiß ich nicht viel, war eine WWE Legend, ist dann, also gewesen, ist dazu die Hall of Fame gegangen.
Akrobat hat Supersprung vom Käfig ausgeführt. Vom Steel Case Match. Summerfly, glaube ich, hat er diesen. Summerfly, ja. Was jetzt bei WW steht danach eigentlich? Danach fällt ich Ballad of Gay Tony Let's Play Tab und das durch. Also das dauert eh übelst lange. Gucken, ob ich richtig Bock noch drauf hab. Dann schätze Play das jetzt einfach mal so, wie ich das jetzt denke, ob ich Bock drauf hab oder nicht. Das wird jetzt Let's Play. Guck, ich gehe hoch lieber. Und das ist. Ja, und Schluss ist es halt. Wenn es zu Ende ist, ich mach das jetzt ein Jahr lang. Gucken, kann auch bis zu Weihnachten dauern. Komplett. Bin schon an. Als Santino schon angeschwächt. Du machst jetzt nichts. Du machst jetzt wirklich nichts. Mach! Depp. Ja, ja, war glaube ich schon mal, wenn ich mich jetzt nicht irre, WWE Intercard Major Champion, Champion Summerfly Snugger, hab den dann verloren gegen Ricky, den Dragons, den Boah, du bist doch ein Depp, ey. Los, jetzt geh, den habe ich jetzt eben besiegt. Ich hab die zweite. Ich dachte, das wäre ein Fan Forward. Oh, jetzt wäre ich schon zusammengedreht von den zwei Spacken, aber das macht mir nichts aus. Ich, Santino, ja, übrigens wollte ich noch sagen, ich füge Menschen ein. Ich erstelle sie jetzt mal so WWE Superstars. Wie den guten alten Hulk Hogan, Ultimate Warrior. Und. Ja, habe ich schon gesagt, der ist zu dritt, der Ultimate Warrior. Das darf nicht sein. Geht doch runter, du dummes Kind. Ja, ja, endlich. Das heißt, ich schon draußen. Da kann's gehen. Oh Mann, ärgere dich doch nicht. Du kannst abhauen. In der Zeit, wo der The Miz, ne, mich angreift, könnte der schon dreimal draußen sein. Jetzt hätte ich mal Controller. Oh, jetzt springt er da auf mich, Mensch. Die Leute, Controller hat der Pech. Und Pech, da war schon ein Town kaum. Santino, nein, der will ich nicht. Schwarz lecker. Ja, du bist nur ein Kind. Lass mich da in Ruhe, du Depp! Nein. Ja, ein Let's Play habe ich schon beendet. Ein einziges Smackdown 7. Ich hab Ballad of Gay Tony. Und ich Call of Duty. Ja, und dann. Ich hab andere Spiele, ne? Ich hab so gedacht, ich mach mal den ganzen Stapel Xbox Spiele. Jetzt gleich mal durch. Ja, das hab ich letztes Mal gesagt. Auf Deutsch gesagt, versuche ich jetzt durch zu Let's Play. Oh, jetzt, ich mach gleich einen Controller, ich schreibe die gleich auf den Boden, das ist mir egal. Komm, mach doch. Hurenbock, man kann sowas machen, du Hurenbock. Entschuldigung, dass ich diese Ausdrücke jetzt sagen muss, aber das ist so. Man muss die Ausdrücke sagen. Bam. To the cage, but I think he's trying to get out of this one.
Und Schuss! Oh, wenn ich jetzt noch diesen X gedrückt hätte, ey. Der Arsch wackelt ja, ey. Also nicht, dass das heißt, dass ich jetzt schwul wäre, aber das hat man gerade eben so gesehen. Könnten sie aber verarbeiten, ne? Bearbeiten. Warum kommt keine Musik? Ist das jetzt fuck? Ja, Schimmys Nöcker. Schimmys Nöcker vielleicht. Ja, könnt ihr schon mal ein paar Socken oder Schuhe anziehen, ne? Kommt, überspringt die Scheiße, ne? So, wir haben gewonnen! Yeah, I am the winner! Nee, we are the champions! Ich bin schon müde. Ich kann ja nicht einschlafen vor Let's Play. Nee, Quatsch. Noch eins packen wir nicht, ne? In 3 Minuten. Da muss ich jetzt leider 3 Parts für die Scheiße, weil ich schon 15 Minuten. Rangliste, wurden wieder verhöht. Ja, Drew McIntyre. Ja, Vince McMahon, ja, die besten 10. Das war schon wieder Snooker Fly Snacker und Santino. Sind die am Team? Ist ja was ganz Neues. Tour und Otto sind nun gefahren. Santino schlägt ein bisschen ein. David gegen Godzilla Match. Dann sehen wir uns im nächsten Part, ne? Meine Freunde, im Part 3. Wer es heißt? SmackDown Wrestling 2011. Die WWE Weltmodus. Der nächste Part wird auch kurz, aber. Pop, la, pop. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.